Ja, hallo, ich bin die Lisa. Ich komme ursprünglich aus dem Burgenland und wohne jetzt seit heuer sind es 11 Jahre in Wien. Bei mir ist es so, dass ich mit 15, kurz vor meinem 16. Geburtstag, durch einen Routinehörtest die Schwerhörigkeit diagnostiziert bekommen habe und bin dann einmal auf beiden Ohren mit Hörgeräten versorgt worden. Habe die auch brav sozusagen getragen und jeden Tag genutzt. Und dennoch war ich regelmäßig beim Akustiker nachstellen, weil ich immer wieder gemerkt habe, ich höre schlecht, ich höre schlecht. Und irgendwann war halt dann klar, dass die Hörgeräte einfach nicht mehr ausreichen, um mein Hördefizit abzudecken. Und bin dann ins AKH überwiesen worden, dort sind dann nur einmal Tests gemacht worden und im Endeffekt war es dann so, dass mir halt in Aussicht gestellt worden ist, dass ich definitiv irgendwann gehörlos sein werde, weil sie das Hörvermögen einfach sukzessive verschlechtert und die einzige Option sozusagen das Cochlea-Implantat ist. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie was vom Cochlea-Implantat gehört gehabt, also für mich war das totales Neuland. Und trotzdem war es jetzt so, dass in dem Moment, wie mir der Arzt das gesagt hat, dass ich irgendwann nichts mehr hören kann, für mich klar war, okay, ich muss das machen, weil die Vorstellung, nie wieder einen Vogel zwitschern zu hören, das war undenkbar. Genau, und dann bin ich 3 Monate später im linken Ohr implantiert worden. Das hat dann schon einige Zeit gedauert, bis ich dann wirklich von dem Implantat profitiert habe. Also es war das Hörtraining sehr intensiv, sehr aufwendig und trotzdem habe ich sukzessive Fortschritte gemerkt und nach ungefähr einem Jahr wirklich gut davon profitiert. Und nach 2 Jahren dann so gut davon profitiert, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt das andere Ohr auch implantieren lassen. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in der Ausbildung zur diplomierten Krankenpflegerin, war mir da meiner Verantwortung gegenüber meinen Patienten bewusst und für mich war halt klar, ich muss gut hören können. Und nachdem es beim ersten Ohr schon so gut geklappt hat, war ich da guter Dinge, dass es beim zweiten Ohr genauso gut funktionieren wird und das war dann auch so. Mittlerweile sind über 10 Jahre vergangen, wo ich Cochlea-Implantat-Nutzerin und Trägerin bin. Ja, also für mich ist es eine immense Lebensqualität. Ich will mir und kann mir nicht vorstellen, was wäre ohne und ich bin irrsinnig dankbar. Es war natürlich eine Herausforderung. Man muss viel üben, man muss viel Zeit investieren, aber am Ende hat es sich mehr als gelohnt für mich. Also für diejenigen, die gerade in dem Moment irgendwie in der Situation sind, wo sie sagen, ja, ich habe Angst oder ich bin mir nicht so sicher. Ich bin ein Mensch, der sich dann immer die Frage stellt, was ist das Worst-Case-Szenario, was passieren kann. Und für mich war halt das Worst-Case-Szenario, nichts mehr zu hören. Ich bin in einem hörenden Umfeld groß geworden, immer mein Leben lang auf Konzerte gegangen und habe halt einfach die Naturgeräusche alles total geschätzt. Und die Vorstellung, das nicht mehr zu haben, das war für mich so, das ist unvorstellbar. Und ja, ich kann nur den Rat geben, jegliche Unsicherheiten auszumerzen, indem man halt einfach sich Informationen holt, ganz viel recherchiert, mit der Klinik spricht, mit MedEl spricht, mit uns Hörberatern spricht und dann vielleicht auch ein Stück weit ins kalte Wasser hupfen und darauf vertrauen, dass alles gut wird.